Grüezi, Servus und Hallo Leute zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Jan und Leni Exploring the World. Heute wieder im Grotto vom Rolf und der Rolf wird uns was ganz Schönes vorbereiten. Eine kleine Kochshow für euch heute. Aber das ist noch nicht alles. Wie ihr das bereits mitbekommen habt, habe ich 6000 Abonnenten durchbrochen und wir sind jetzt auf der Zielgeraden zu 7000 Abonnenten. Ich danke euch recht herzlich dafür. Wir machen ein kleines Gewinnspiel. Einen Kommentar hinterlassen, Codewort, ich bin dabei, Jan und Leni. Da nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil, die dann wahrscheinlich in einem Monat ist, mit der Gewinnausschüttung dann zum Weihnachtsfest. Hauptpreis wäre hier in Grotto, mich einmal zu besuchen, persönlich auch kennenzulernen. Und ich offeriere für 4 Personen mein alles geliebtes Original Tessiner Risotto mit Tessiner Salsicci. Erster Preis, das Treffen mit dem Rolf. Zweiter Preis wäre ein T-Shirt. Dritter Preis das Kissen Jan und Leni. Schaut im Shop nach, Farbe könnt ihr selbst bestimmen. Und als vierter Preis dann den Turnbeutel. Teilnahmebedingungen in den Kommentar bitte. Ich bin dabei, Jan und Leni. Viel Spaß und viel Glück. Rolf, was machen wir denn heute? Heute machen wir eine originale Tessiner Polpette. Das sind Rindfleischkugeln. Dann habe ich auch für Jan vorbereitet. Aha. Hier ein Tessiner Gulasch. Und die kommen dann am Schluss in diesen Tessiner Gulasch. Und das kann man auch so essen oder zusammen, beispielsweise mit Nudeln oder mit Spaghetti etc. Hier sind verschiedene Produkte drin. Die lasse ich dann so circa 4 bis 5 Stunden köcheln. Heute konzentrieren wir uns einfach auf die letzte Zutat, die wir dann dazugeben. Und das wären hier dann diese Polpette. Ich habe hier Rindfleisch, ca. 300 Gramm, ausgerichtet auf ca. 2 Personen. Zum Rindfleisch hinzu nehme ich das Paniermehl, ca. 1 Esslöffel, das genügt. Dann selbstverständlich ein Ei. Dann, was bei mir eigentlich nie fehlen darf, ist Umami. Das ist so eine Gewürzmischung. Das kommt auch noch ein bisschen dazu. Dann natürlich Salz. Das ist Kräutersalz aus dem Tessin. Maggiatalpfeffer kommt auch ein bisschen dazu. Eine Knoblauchzehe. Natürlich gut zermatscht. Ich habe hier den Knoblauch flüssig gemacht. Zum Schluss ein Esslöffel Parmigiano. Das sind und waren die Zutaten. Diese werden jetzt sehr ausführlich geknetet. Und jetzt lassen wir das so etwa 10 Minuten bis eine Viertelstunde ein bisschen ruhen. Später. Natürlich sehr gut geknetet und dann gibt es solche kleinen Bällchen, das sind dann die Polpette. Aus ca. 200 Gramm Rindfleisch bekommt man hier etwa ca. 10 bis 12 solche Rindfleischbällchen. So, schauen wir mal nach, wie es aussieht. Oh, sehr fein, aber es braucht hier noch ein bisschen Zeit. Jetzt, um die Zeit zu vertreiben, können wir ja ein bisschen eines hier spielen. Vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, Jan und Leni, ich bin dabei für die Teilnahme am Gewinnspiel. Abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao Leute. Jetzt probiert er auch noch.